Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Seibert und ich will euch heute etwas erzählen. Angekündigt haben wir den Vortrag als How to Teach Yourself to Code, aber das soll ja ein deutscher Vortrag sein. Wir wollen über das Programmieren lernen sprechen und ich freue mich sehr, dass ihr euch das anschaut. Wer live dabei ist, kann gerne bei YouTube in das müsste, ach, ihr werdet es schon sehen, also irgendwo gibt es ein Chatfenster, da könnt ihr Fragen stellen. Ich gucke da zwischenzeitlich auch mal rein. Und versucht, die Fragen dann aufzugreifen. Und ansonsten, wenn ihr die Aufzeichnung später anschaut, könnt ihr unten drunter, gibt es ja die Möglichkeit, Kommentare abzugeben. Das sehe ich auch und werde euch dann nochmal antworten. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Legen wir gleich los. Ihr müsstet eigentlich meine Folien sehen können. Mein Name ist Martin Seibert. Ich komme von der Firma Seibert Media GmbH. Bei Twitter könnt ihr mich oder auch auf anderen Social-Plattformen unter mSeibert finden. Könnt mich da gerne auch anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Und jetzt gucken wir erstmal, für wen dieser Vortrag ist. Hoffentlich für dich als Zuschauer. Ich habe 4 Zielgruppen. Das eine sind Schüler, Studentinnen, Arbeitnehmerinnen und Pädagoginnen und Tutorinnen. Wenn du noch recht jung bist, sagen wir mal unter 16 Jahre, dann muss ich mich vermutlich entschuldigen. Ich spreche sehr selten zu, sagen wir mal, jüngeren Zielgruppen. Und bei den Erwachsenen ist komplexe Sprache oft ein Mittel, um irgendwie anzugeben. Ich bin da auch nicht ganz frei von. Ich versuche, das, was ich hier darstelle, einfach verständlich zu machen. Wie gesagt, einfach Kommentare schreiben. Ich glaube, es ist jetzt alles nicht so, so kompliziert. Das Programmieren an sich ist ziemlich anspruchsvoll. Und ich bin auch selber ein Anfänger. Insofern an der Uni hat man es dann ja zumindest als Student oft mit Professoren zu tun, die schon richtige Meister in dem sind, was sie tun. Das bin ich jetzt nicht, sondern ich bin eher, habe mich sozusagen schon vor 1-2 Jahren auf den Weg gemacht, um mir selbst Programmieren beizubringen und will dir jetzt in diesem Video zeigen, wie du entweder dir selbst oder deinen Schülern oder deinen Studenten oder vielleicht auch Leuten in deinem Vorort, irgendwelchen Kindern, das Programmieren beibringen kannst. Das kann man zu fast jedem Alter anfangen, weil es da inzwischen richtig gute Angebote für gibt. Kommen wir gleich drauf. Also selbst wenn deine Zielgruppe jetzt 5 oder 6 Jahre alt ist und noch gar nicht in die Schule geht, kannst du trotzdem anfangen, denen dabei zu helfen, das Programmieren zu lernen. Natürlich ist es eine andere, viel visuellere Form des Programmierens, als wenn du jetzt vielleicht 18 oder 20 oder 42 bist, dann wirst du vielleicht eher mit Quellcode dich beschäftigen und die Sache auch ein bisschen komplexer angehen. Gucken wir uns aber alles gemeinsam an, was es für unterschiedliche Plattformen und Möglichkeiten gibt. Ja, ich hoffe erstmal, du findest dich in diesen Zielgruppen halbwegs wieder. Und dann kommen wir mal darauf, wie man das machen kann. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Man kann alleine das Programmieren lernen oder mit oder von anderen lernen. Optimal ist natürlich, von anderen zu lernen. Jetzt haben die anderen vielleicht auch andere Sachen zu tun, als dir immer das Programmieren beizubringen, wenn du gerade Lust darauf hast. Deswegen ist das alleine Lernen oft einfach, ziemlich praktisch und geht einfach auch immer und überall. Das hat den riesengroßen Vorteil, dass jetzt auch gerade mit diesen Werkzeugen, die ich dir hier vorstellen werde, du wirklich selber immer dann arbeiten kannst oder programmieren lernen kannst, wenn dir das gerade passt. Das ist auch jetzt oft eine Sache, die nicht, das ist jetzt nicht wie so ein Roman, den ich irgendwo am Strand in der Sonne nebenbei lesen kann, sondern programmieren lernen heißt oft, dass ich mich da schon, also zumindest für mich war das so und ich vermute, für die meisten von euch wird das auch so sein, da muss man sich ein bisschen drauf konzentrieren. Also es ist eher was, was man mit einem Rechner zum Beispiel auch macht, was ein bisschen Konzentration braucht. Und da ist das alleine Lernen hat den großen Vorteil, dass man oft da auch Ruhe hat und das zu eigenen Zeitpunkt machen kann. Es geht leider nicht ohne alleine. Also man kann super von anderen lernen, komme ich gleich nochmal drauf, aber du musst auch Zeit alleine mit dem Rechner verbringen, sonst kannst du kein Programmieren lernen. Das geht nicht nur in der Gruppe. Also wer überhaupt keine Lust hat, sich auch mal alleine hinzusetzen, mal zu scheitern, zu verzweifeln an dem Code, der wird mit dem Programmieren nicht viel anfangen können. Auch die Erfolgserlebnisse, also die richtig
coolen Erfolgserlebnisse, die ich hatte, war sozusagen, wenn ich selber irgendwas, andere werden das als trivial ansehen, aber wenn man selber dann sozusagen so ein Programm zum Laufen bringt und es tut, was man will, dann ist das natürlich am coolsten, wenn man das alleine zusammengedengelt hat. Richtig gut und schnell kommt man voran, wenn andere einem dabei helfen. Insbesondere natürlich, wenn der Sparringspartner schon Ahnung hat. Also du bist quasi der Noob und hast keine Ahnung und der andere kann schon programmieren und sagt dann, ja, okay, wenn du jetzt Node nicht installieren kannst, guck mal, das macht man so und so. Ah, das geht nicht verstanden, das macht man so und so. Und das ist super, super hilfreich. Ganz oft ist es leider so, dass diejenigen, die so viel Ahnung haben, man kennt da vielleicht jemanden, aber die sind nicht immer verfügbar. Insofern werde ich dir auch ein paar Gelegenheiten geben, hier herauszufinden, wie man auf so jemanden Zugriff bekommt. Und ja, gucken wir einfach mal. Also es gibt sozusagen das Alleine-Lernen und das Gemeinsam-Lernen. Wir fangen mal mit dem Alleine-Lernen an. Das ist auch aus meiner Sicht der wichtigste Teil. Da gibt es eigentlich drei Werkzeuge, die ich dir an die Hand geben will. Das eine sind Bücher, das andere sind Videos und das dritte sind Websites. Websites sind interaktiv, mit denen kann ich sozusagen, oft ist es auch so ein bisschen spielerisch umgehen. Videos, das ist so ein bisschen Couch-Potato-mäßig, gucke ich an. Wer besonders motiviert und engagiert ist, der guckt die Videos an und macht währenddessen nach, also so, als wenn das so ein Unterricht wäre. Habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie gemacht, obwohl das mir sehr, sehr sinnvoll vorkommt. Aber ich habe es irgendwie noch nicht gebacken bekommen. Und Bücher funktionieren auch in der Regel so, ich lese die und mache dann am Computer das, was im Buch steht. Damit fangen wir mal an. Zum Bücher lesen und ausprobieren kann man unglaublich viele unterschiedliche Bücher empfehlen. Ich habe gute Erfahrungen mit dieser Serie Head First gemacht. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Bücher. Ich habe ja mal das eine auch, so muss ich mal gucken, muss die Jenny mir nochmal helfen. Jetzt müsstet ihr eigentlich meinen Tab bei Amazon sehen können. Also das ist jetzt hier ein Buch für 23 oder 34 Euro, je nachdem, ob ihr es physisch haben wollt. Und da gibt es noch, wenn wir, gucken wir mal kurz nach Head First. Alle Kategorien. Und ich hätte es auch noch Bücher so gegeben, aber also hier haben wir einfach noch Design Patterns. Das war das, was ich hier jetzt hatte. Java, es gibt auch eins zu JavaScript. Also sie haben eine ganze Reihe von Sachen. Das kann ich euch empfehlen. Ganz grundsätzlich ist es so, dass es durchaus Sinn macht, sich bei Amazon mal anzugucken, was die anderen schreiben und ob das zu dem passt, was ihr machen wollt. Es gibt eine unglaublich große Diskussion darüber, ob man eher zum Beispiel JavaScript oder Python lernen sollte. Python ist viel hardware-näher, JavaScript ist vermutlich im Web heute etwas gefragt. Es gibt dann noch Programmiersprachen, die sehr stark auf die mobile Entwicklung, also von Mobile-Apps für Smartphones oder Tablets ausgelegt sind. Dafür habe ich zu wenig Ahnung, um euch dabei helfen zu können. Ich habe mit JavaScript angefangen und da auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Aber ich glaube, es ist auch kein Fehler, wenn man zuerst Python lernt. Sowieso ist es zum Programmieren erstmal so, dass es Sinn macht, sich allgemein mit Konzepten und Vorgehensweisen zu beschäftigen. Und die sind eigentlich unabhängig von der Programmiersprache. Gehen wir weiter, Bücher lesen. War jetzt nichts, was ich sehr intensiv gemacht habe. Also ich habe vielleicht so irgendwas zwischen 150 und 250 Stunden, würde ich sagen, habe ich bisher verbracht, um das Programmieren zu lernen. Und davon habe ich maximal 20 bis 30 Stunden mit Büchern verbracht. Sehr viel Zeit, die ist da vermutlich gar nicht drin, habe ich mit Videos verbracht. Ich habe hier mal einen meines Erachtens ziemlich coolen YouTube-Programmierlehrer rausgesucht. Mosh heißt er. Und sein YouTube-Kanal ist Programming with Mosh. Der bietet sozusagen Kurse für JavaScript und für Python an. Und das ist wirklich super, super eingängig, sehr visuell gemacht. Und das nutze ich sehr intensiv,
wenn ich Sport mache, also wenn ich zum Beispiel auf dem Rudergerät oder auf dem Elliptical Sport mache, dann gucke ich mir diese Videos an. Das ist manchmal so, dass ich nicht alles verstehe, was er da macht. Und ich hatte ja vorhin am Anfang schon gesagt, besser ist es vermutlich auch, wenn man sich wirklich mit den Videos an den Rechner setzt und das nachvollzieht, dann kann man die Sachen super einfach verstehen, das garantiere ich euch. Bei mir ist es so, dass ich diese Videos teilweise mit einer erhöhten Geschwindigkeit, zum Beispiel von 1,5 angucke und mir das mehr so eine Art Überblicksmöglichkeit schafft. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache oder jeder Frau's Sache, aber das hilft sehr stark, insbesondere wenn man bei der Programmierung an bestimmten Stellen festhängt. Also ich hatte zum Beispiel bei der Bearbeitung von Arrays und also bei irgendwelchen speziellen Elementen Probleme. Und dann habe ich mir ein paar Videos dazu angeguckt. Das ist nicht nur von Mosch, da gibt es ganz viele von, das ist nur einer, der das macht. Und dann habe ich es sehr schnell verstanden, wie man mit Maps und anderen Sachen Arrays bearbeiten kann. Für uns jetzt auch nicht so wichtig. YouTube-Videos ist auf jeden Fall was, was ihr euch angucken wollt. Und ihr könnt ja, wenn ihr ganz am Start seid, ganz am Anfang seid und Videos cool findet, guckt ihr mal Programming Mosh an. Was mir eigentlich so sehr stark geholfen hat, ist Free Code Camp. Ich fange mal ganz kurz mit einer noch einfacheren Sache an, und zwar mit Code.org. Die ergänzen sich ganz prima. Code.org ist eher für Kinder und Jugendliche geeignet und Free Code Camp dann eher so für vielleicht so ab der 9. Klasse aufwärts, aber auch für Erwachsene. Also für mich war das sozusagen perfekt. Fange aber mit Code.org an. Diese Seite rufe ich auch mal kurz hier auf und teile die in meinem Tab. Das ist eine Seite, die ist auch in Deutsch. Gibt. Eigentlich wird die von Amerikanern hergestellt und gibt aber eine deutsche Übersetzung, die auch ganz okay ist, ganz gut funktioniert. So, da muss man sich anmelden. Das wäre natürlich schlau gewesen, wenn ich das vorher gemacht hätte. Aber mit ein bisschen Glück kriege ich das hier auch noch schnell hin. Ganz kurz meine Zugangsdaten raus. Da, Code.org, das sieht gut aus. Einmal anmelden. Man muss sich sogar nicht mal anmelden, aber wenn man so einen den eigenen Fortschritt gespeichert haben möchte, dann empfiehlt es sich schon, dass man sich einloggt. Außerdem, wenn man jetzt ein Tutor ist, dann kann man auch hier Schüler verwalten und deren Fortschritt angucken. Das mache ich jetzt aber hier nicht, zum einen, weil das datenschutztechnisch problematisch wäre und zum anderen, weil das meines Erachtens zu weit führt. Also wenn, aber wenn ihr zu der Zielgruppe gehört, Tutor, Pädagogin, Lehrerin, jemand, der in seinem Vorort so einen Kurs anbieten will, dann ist Code.org auf jeden Fall was, was euch dabei hilft, die Sache auch ein bisschen zu verwalten, wenn ihr mehrere Kinder oder Jugendliche begleiten wollt. Wir gucken mal ganz kurz über diesen Kurskatalog. Da gibt es unglaublich viel Angebot. Und ihr seht hier schon, das fängt an mit einem Schnellkurs für Leseanfänger im Alter von 4 bis 8 Jahren. Ja, also wir gucken uns das auch gleich mal an. Das ist nämlich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das funktioniert. Dann gibt es so einen Expresskurs, also kann man schnell rein und kann was machen. Kann man auch gleich mal kurz reingucken. Dann gibt es gerade die Mädels in den Kursen, bei denen ich bisher dabei war, fanden das super cool. Tanzparty, da werden sozusagen irgendwie Taylor Swift Songs oder sowas und dann kann man da quasi programmieren, in welchem Algorithmus die Figuren dann tanzen werden. Schleifen lernt man da und so weiter. Minecraft gibt es, Eiskönigin und so weiter. Wir gucken hier einfach mal kurz rein für die 4- bis 5-Jährigen oder 4- bis 8-Jährigen. Und dann werdet ihr ganz schnell sehen, wie Code.org funktioniert. Ja, also wir nehmen hier Erlerne Drag and Drop. Und da gehe ich jetzt mal rein. Und das kann man hier schon mit 3- oder 4-Jährigen quasi machen. Also ich muss jetzt diesen Apfel nehmen und muss den einfach nur irgendwie anpacken. So, da ist jetzt das schon erfüllt. Im zweiten Schritt muss ich jetzt diesen Smiley, ziehe den Baustein zum Ziel. Jetzt muss ich den Smiley hier rüberziehen. Da werden jetzt die Erwachsenen unter euch sich vielleicht ein bisschen veräppelt vorkommen, weil das jetzt noch nicht so die richtige Erwartung ist, die ihr bei Erlerne Programmieren hattet. Aber wir sehen schon, was wir jetzt bei programmieren.de, das ist eine, also in Wiesbaden, wo ich herkomme, bieten wir für Schüler und Kinder
Selbstlernkurse zum Programmieren an. Da kommen die hin, so vor Corona haben wir das gemacht, waren teilweise bis zu 40 Schüler da und Jugendliche. Und die haben alle an einem Rechner selber das Programmieren erlernt. Und das ist unglaublich wichtig, dass ich die unterschiedlichen Fähigkeiten bei den Leuten sozusagen bedienen kann. Ja, also wenn jemand ganz neu ist und noch nicht zur Schule geht, dann kann der ja nicht lesen. Das heißt, ich muss dem sowas Visuelles anbieten, sonst kann der gar nicht arbeiten. Ich gehe mal hier jetzt weiter, damit wir mal ein bisschen in eine komplexere Ebene kommen. Das könnt ihr euch vorstellen. Ich würde jetzt, nehmen wir das mit den Angry Birds einfach mal mitten rein. So, hier haben wir jetzt schon eine Schleife. Ja, also ich bin immer dieser Angry Bird und ich will das Schweinchen hier fangen. Und jetzt muss ich mit einer Schleife und diesen visuellen Symbolen da irgendwie hinkommen. Wenn ich über das TNT hier laufe, dann explodiere ich. Mache ich jetzt nicht vor. Das heißt, ich muss also einmal nach oben. Nach dem Ausführen muss ich einmal nach oben laufen. Und dann muss ich zweimal nach rechts. Wenn ich dreimal, wie es hier macht, dann laufe ich in das TNT rein. Das heißt, das ist auch nicht gut. Will ich nicht. Also muss ich hier meine Schleife noch auf 2 runterstellen. Und kann dann sagen, hier, führ das mal aus. Jetzt läuft mein Vogel hier. Und ich habe das erledigt. Und hier kann man jetzt zum Beispiel das Programm in JavaScript nochmal angucken, dass ich quasi geschrieben habe. Das ist sozusagen der erste Kontaktpunkt für die Leute mit tatsächlichem Code. Ja, also wird eine Funktion aufgerufen und diese Funktion sagt dann sozusagen Move North und dann für von 0 bis 2 Move East. Ja, also das habe ich jetzt visuell zusammengeklickt und das ist jetzt der JavaScript. Macht natürlich keins von den Kids, aber da lerne ich zumindest schon mal so ein Konzept einer Schleife kennen. Das ist Code.org und das wird beliebig komplex. Also wenn ihr jetzt hier in diesem Kurs auf eine sehr tiefe Ebene geht und dann ist es schon so, dass man auch als Erwachsener sehr lange darüber nachdenken muss, bis man zu einem Punkt kommt, an dem man die Lösung rausfindet. Also von der Logik her wird Code.org schon sehr komplex. Aber es ist eine reine visuelle Software. Also das könnt ihr gut benutzen für Leute, die noch nicht Englisch können, für Leute, die noch nicht lesen können. Sagen wir so, bis 12, 14 Jahre ist Code.org eine Top-Plattform. Dann irgendwann ist es so, wenn die Schüler oder die Probanden, also auch Erwachsene können das ja machen, älter sind und ihr das jetzt schaut und seid älter, dann wird das relativ schnell langweilig. Ja, also da kann man sich mal 2 Stunden mit beschäftigen, aber es ist halt kein richtiges Programmieren, sondern eher so eine Einführungsveranstaltung. Und das ändert Free Code Camp. Das Coole an Free Code Camp ist, dass ich, gehen wir mal hier auf die Startseite kurz, dafür muss ich den Tab nochmal kurz teilen. So, jetzt müsstet ihr Free Code Camp sehen. Und die sagen, seit 2014 haben mehr als 40.000 Free Code Camp Graduenten oder wie nennt man das, Graduates, also Leute, die das abgeschlossen haben, Tech Jobs bei Apple, Google, Microsoft, Spotify und Amazon bekommen. Also das Versprechen von Free Code Camp richtet sich ganz klar an Erwachsene, 18 Jahre und aufwärts. Und deren Versprechen ist, du hast keine Ahnung von Softwareentwicklung und ich sorge dafür, dass du so gut programmieren kannst, dass du bei diesem Tech-Unternehmen einen Job bekommst. Ziemlich anspruchsvolle Aufgabe, könnte man sagen. Und ich würde behaupten, dass man mit Free Code Camp als Erwachsener mit Geduld und Spucke das Programmieren lernen kann tatsächlich. Das fängt hier auch sehr einfach an. Aber ihr werdet schon sehen, anders als bei Code.org ist das nicht mehr so visuell, sondern von Anfang an mit Code. Wir fangen jetzt mal mit HTML an. Das ist auch noch sehr einfach. Und ich nehme jetzt einfach mal den ersten Teil hier. Da gibt es dann hier ein Element, H1 Hello. Wer sich mit HTML schon mal auseinandergesetzt hat, dem wird das sozusagen bekannt vorkommen. Und die anderen lernen dann hier, was es mit diesen Code-Elementen auf sich hat. Das heißt, man kann wirklich vollkommen ohne irgendwelche Vorkenntnisse hier in HTML starten. Und hier unten gibt es dann immer eine Aufgabe. To pass this test on this challenge, change your H1 element text to say hello world. Und das heißt momentan ja nur hello.
Was wir mit Schülern, die noch kein Englisch können, machen, ist, man kann Google sagen, übersetzt mir mal diesen Text da auf, in Deutsch. Das funktioniert auch ganz gut, weil zum Beispiel diese Code-Elemente nicht übersetzt werden. Allerdings ist die automatische Übersetzung von Google teilweise etwas sinnentfremdend, sodass man dann doch manchmal auf Englisch zurückstellen muss. Also es wäre eigentlich ganz gut, wenn man Englisch kann, um FreeCodeCamp zu machen. Es gibt ein Projekt, um das komplett ins Deutsch zu übersetzen. Wir arbeiten da übrigens selber mit programmieren.de auch mit dran, das zu machen. Aber da sind wir leider noch nicht an einem Punkt, an dem das live ist. Vielleicht Anfang nächsten Jahres. Okay, also ich gebe das Thema Hello World ein und drücke hier unten, führen Sie die Tests durch. Also, und er sagt, prima, das hast du richtig gemacht. Weiter und zur nächsten Aufgabe. Und in der nächsten Aufgabe muss ich dann irgendwas mit einem H2-Element machen. Und hier sind jetzt auch schon mehrere Tests dabei. Also ich muss ein H2-Element haben, das muss auch noch einen schließenden Tag haben und so weiter. Kann ich jetzt mal kurz machen. Also meine Aufgabe, fügen Sie ein H2-Element mit der Aufschrift Cat Photo App hinzu. Und da bin ich jetzt hier auch schon wieder mit dem, ich will es eigentlich nicht mehr übersetzen. Also ist auch egal, ich muss es jetzt nicht korrekt machen. Wir machen mal ein H2-Element. Ich stelle mir jetzt gerade mal einen Text so, H2, aber nicht der richtige Text. So, sieht man hier rechts auch schon, da erscheint er. Und wenn ich jetzt auf Führe den Test durchgehe, dann seht ihr auch schon, okay, diese Sachen sind korrekt, aber ich habe nicht den richtigen Text hier drin. Ja, deswegen bin ich noch nicht durch. Also ich müsste jetzt hier noch Cat Photo App in dem Text haben, statt Hello World. Und dann würde er mich diese zweite Sache auch erfolgreich abschließen lassen. Und wenn man das macht, dann ist das eine Speisekarte. Ja? Jetzt können wir ganz kurz gucken. Genau, wir wollen wieder auf Englisch zurück. So, lieber zum Menü und nicht Speisekarte. Wenn man so einen so einen Schritt abschließt, dann kriegt man hier einen Punkt. Und hier könnt ihr sehen, ich habe ich dann so im, also von, wann habe ich angefangen? Irgendwann im Juli 2020 habe ich angefangen. Dann am ersten, da ein Punkt, da 7, da 4, da 9. Da seht ihr, das sind immer so kleine Häppchen, aber dafür fast jeden Tag gearbeitet. Hier dann mal eine Pause gehabt. Hier wurde die Sache dann komplexer. Da habe ich zwar auch gearbeitet, aber es waren so Projekte. Es hat mich quasi dann eine Woche gekostet, die zu erledigen. Ja, dann habe ich da bis irgendwie März programmiert, fast täglich. Und danach kam ich irgendwann in dem Programmieren an den Punkt, wo ich dachte, okay, das kannst du jetzt auch mal in der Realität ausprobieren. Aber ich zeige euch nochmal, was es hier in diesem Curriculum gibt. Und zwar kann man hier Responsive Web Design lernen, man kann JavaScript lernen, man kann Frontend Development lernen, Data Visualization. Also wir haben, fangen mit JavaScript an, es gibt auch Python-Kurse, super viel. Also es dauert nicht wirklich 300 Stunden, diesen Kurs zu absolvieren. Ich würde sagen, es sind eher was zwischen 50 und 150. Es geht da, glaube ich, denen hauptsächlich darum, man kriegt dann so ein Zertifikat. Also wenn man durch ist, hier, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Zertifikate bei mir in dem Profil drin, dann kann man hier sehen, Martin Seibert, also this certifies that Martin Seibert has successfully completed the Freedom Free Code Camp Responsive Web Design Developer Certification, representing approximately 300 hours of coursework. Was übrigens ziemlich cool ist, sowohl an Code.org und Free Code Camp, ist komplett kostenfrei. Also das sind 501 Charities, also 501 steht für so einen Steuercode in Amerika für tatsächlich komplett gemeinnützige Organisationen. Also wie ein gemeinnütziger Verein in Deutschland ist Code.org oder Free Code Camp. Das heißt, bei Free Code Camp gibt es überhaupt gar nichts, was Geld kostet. Alles auf Free Code Camp ist kostenfrei. Und im Gegenteil, also wenn man da anfängt, irgendwelche kommerziellen Sachen in Forum zum Beispiel zu posten, da wird man ausgebuht oder auch ausgeschlossen. Das ist also eine komplett gemeinnützige Community. Und übrigens auch ein toller Ort, an dem man Fragen stellen kann. Da komme ich aber später noch drauf.
Ja, so viel zu FreeCodeCamp. Ich gucke mal kurz, ob es hier schon Fragen. Nein, gibt keine Fragen. Dann kann ich hier einfach weitermachen. So, kommen wir mal zu meinen Folien wieder zurück. So, Code.org habe ich euch gezeigt. Ich habe euch auch vorher schon FreeCodeCamp gezeigt. Das sind sozusagen die zwei Hauptwebsites, die ich jetzt in diesem Zusammenhang gerne empfehlen möchte, um sich selbst oder Schülern, Kindern, Studenten das Programmieren beizubringen. Und wie gesagt, irgendwann war ich bei FreeCodeCamp dann an einem Punkt, wo ich selber loslegen wollte. Und dafür gibt es, oder für die Sachen, die ich machen wollte, also JavaScript mit Node, das ist sozusagen eine Backend-Server-Möglichkeit, um JavaScript-Code auszuführen, braucht man auch nur Sachen, die alle kostenfrei sind. Also braucht sozusagen Visual Studio Code, GitHub, ob man jetzt einen Node-Version-Manager oder einfach nur Node.js braucht. Und ich habe jetzt die Google Cloud benutzt, um irgendwie einen virtuellen, einfach hochzufahrenden Server zu haben, auf dem ich dann meinen Code verwenden kann. Aber für die Google Cloud muss man ein paar Cent zahlen, wobei ich vermute, dass die Freigrenzen so hoch sind, dass ihr niemals an einen Punkt kommen werdet, wo ihr wirklich was bezahlen müsst. Der Rest hier ist auf jeden Fall Open Source und komplett kostenfrei. Allerdings ist das erst was, glaube ich, was man angehen sollte, wenn man, also bei mir war es so, dass ich quasi erstmal, habt ihr gesehen, von Juli bis März, also ein Dreivierteljahr lang habe ich mich quasi auf FreeCodeCamp rumgetrieben, bis ich zumindest selber das Gefühl hatte, okay, das reicht mir jetzt, kann ich mal was Echtes ausprobieren, was ich auch wirklich selber programmiere. Ja. Und da kommt dann auch sozusagen das von anderen Lernen auf jeden Fall ins Spiel, weil ich dann sehr schnell an Punkte kam, wo ich dachte, okay, da kommst du jetzt nicht mehr weiter. Das kannst du nicht alleine lösen, das ist zu komplex für dich, da musst du mal jemand anderen fragen, der sich damit besser auskennt. Wenn du von anderen lernen willst, gibt es erstmal mehrere Möglichkeiten. Natürlich ist das ganz klassisch, ich kann in der Gruppe lernen. Ja? Also es gibt andere Leute, die wollen auch was lernen und dann gehe ich in die Schule, in einen Programmierkurs oder in eine AG. Oder ich gehe in die Uni und mache dann ein Studium oder irgendeinen Aufbaukurs oder einen, weiß ich nicht, vielleicht werden da auch irgendwelche Einzelmöglichkeiten angeboten. Setze ich mich mit mehreren Leuten rein, dann gibt es einen Lehrer oder Tutor oder Professor und der bringt mir das bei. Im Unternehmen kann es bei euch sowas natürlich auch geben oder ihr könnt selber irgendwie die Gruppe organisieren. Das ist relativ einfach und auch sinnvoll da gibt es viele unterschiedliche Organisationen. Ich will hier mal eine hervorheben, und zwar Girls Who Code. Leider in Deutschland jetzt noch nicht so etabliert, aber da könnt ihr quasi auf die Website gehen und könnt schauen, wo in meiner Nähe gibt es denn einen Girls Who Code Treffpunkt. Und das mag von Ort zu Ort anders sein, aber das ist jetzt nicht so, dass kleine Jungs da sozusagen per se ausgeschlossen sind. Es geht eher darum, gerade den aktuell noch etwas unterrepräsentierten Frauen unter den Programmierenden besondere Chancen einzuräumen. Und schaut euch mal um. Also es gibt da viele unterschiedliche Angebote. In Wiesbaden zum Beispiel jetzt auch programmieren.de. Ich hoffe ja, dass das Coronavirus irgendwann zulässt, dass wir das auch physisch wieder aufnehmen. Und dann kann man zum Beispiel zu uns ins Büro kommen und da mit unseren Entwicklern gemeinsam das Programmieren lernen. Eine Sache, die leider ziemlich teuer ist, aber die mir auch super stark geholfen hat, vermutlich eher was für Erwachsene oder die Erwachsenen unter euch, ist Live-Hilfe von CodeMentor.io. Da rufe ich auch kurz die Seite noch mal kurz auf, auch wenn das vermutlich vom Konzept her einfach zu erklären ist. So, und zwar geht es eigentlich darum, ihr steckt irgendwo fest, also ihr seid jetzt schon an einem Punkt, wo ihr selber angefangen habt zu entwickeln, aber jetzt läuft das irgendwie nicht. Also die API von dem Dienst, den ihr ansprecht, die reagiert einfach nicht. Oder, also irgendwas funktioniert nicht und ihr kommt da einfach nicht weiter. Dann könnt ihr zu CodeMentor gehen und könnt da denen irgendwas zwischen, sagen wir mal, 15 und $50 geben und dafür kriegt ihr dann, je nachdem, was für einen Preis der CodeMentor nimmt, irgendwas zwischen, sagen wir mal, 10 und
30 Minuten von dessen Zeit. Das funktioniert in der Regel so, das ist ein Videocall, wo beide Leute mit Video sind, die sprechen in der Regel nur Englisch. Dann gibt es einen Screensharing, da könnt ihr dann euren Code zeigen. Theoretisch bei Visual Studio Code zum Beispiel kann man dann so eine URL verschicken und der andere kann dann auch über diese URL auf deine Entwicklungsumgebung zugreifen und da den Code angucken und auch direkt verändern. Aber Free Code, CodeMentor.io gibt auch so eine Oberfläche, in der man das zusammen machen kann, oder es funktioniert dann einfach über Screensharing. Das heißt also, du bist in deiner Oberfläche, der CodeMentor guckt auf deinen Bildschirm drauf und sagt, mach doch mal das, probier doch mal das aus und so weiter. Das habe ich ein paar Mal gemacht und es war eine super coole Erfahrung, weil diese Entwickler zu unchristlichen Zeiten verfügbar sind, wo man dann auch denkt, naja, aber so am abends um 9 sollte ja jetzt keiner mehr arbeiten, aber die sind an einem anderen Ort der Welt. Also für die ist es nicht abends um 9, sondern für die ist es einfach tagsüber und eine Sache, die sie als Job durchführen oder neben ihrem Job nebenbei machen. Und es sind halt Leute, die Ahnung von der Sache haben und die direkt helfen können. Ist ein bisschen teuer. Also das ist leider eine Empfehlung, die ich habe, die nicht kostenfrei ist. Aber das hat mir sehr stark geholfen, Blockaden, die ich hatte, selber aufzulösen. Was günstiger ist und genauso gut funktioniert, aber eben halt nicht jetzt gleich, ist Online-Foren zu benutzen. Die bekannteste Möglichkeit ist vermutlich Stack Overflow. Das ist quasi das Online-Forum für Softwareentwicklung. Ich habe manchmal das Gefühl, man muss da eigentlich ein besserer Programmierer sein als ich, um eine Frage stellen zu dürfen. Aber man darf da jede Frage stellen. Also egal, was für eine Frage ihr habt, auch wieder leider, das war bei Free CodeCamp auch so, nur Englisch. Also da gibt es, wenn ihr da könnt, ich weiß gar nicht, ob man was in Deutsch posten kann, aber da dürfte keiner darauf antworten und vermutlich wird der Beitrag dann auch rausgekegelt. Natürlich kann man, bevor man eine Frage in einem Online-Forum stellt, sucht man erstmal bei Google. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr anfangt, so Software zu entwickeln und da Probleme habt, dann kommt ihr sowieso ganz oft bei Stack Overflow vor, weil ihr in der Regel ja nicht der Erste oder die Erste seid, die dieses Problem haben. Free CodeCamp finde ich persönlich noch besser, weil das für Anfänger großartig sind. Da tummeln sich sehr viele Leute, die auch sehr, sehr schnell antworten und die wissen oft, dass diejenigen, die da fragen, sagen wir mal, keine Ahnung haben. Das ist zum einen, ich teile da nochmal kurz meinen Bildschirm, so. Also wenn man jetzt in Free CodeCamp in dem Curriculum ist, kann man aus den Kursen selbst oder diesen Kurselementen selbst heraus, kann man hier bei Get Help auf Ask for Help gehen und dann Create a Help Post on the Forum. Und da wird sogar schon alles für einen vorbereitet. Man muss dann nur noch die eigene Frage einstellen. Ich bin wieder nicht eingezeigt, angemeldet. Ich bin gerade, ob das, nee, das lohnt sich jetzt gerade nicht, aber ihr könnt mir das schon glauben. Also ich kann sozusagen hier raus direkt dann in das Forum abspringen und eine Frage stellen und ich kann damit aber auch mit ganz eigenen Fragen um die Ecke kommen und sagen, hier, ich bin gerade dabei, ein Node-Projekt aufzusetzen und ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Helf mir doch mal. Und die gibt es auch kostenfrei, diese Hilfe. Also es dauert dann immer ein bisschen. Manchmal, je nachdem, was für eine Frage man da stellt, kriegt man dann innerhalb von ein paar Stunden oder von ein paar Tagen eine Antwort. Und wenn man entweder kein Budget hat für CodeMentor oder einfach auch sich disziplinieren kann und einfach mal einen Tag oder zwei warten kann, ist das meines Erachtens die Empfehlung, die ich hätte. Ja, und dann letzte inhaltliche Folie wäre, wenn du eine Lehrerin oder ein Lehrer bist und möchtest in deiner Schule gerne das Programmieren lernen, dann geh doch mal auf programmieren.de und nimm Kontakt mit uns auf, denn wir versuchen auf gemeinnütziger Ebene Schulen dabei zu helfen, Schülern das Programmieren beizubringen. Ob das jetzt in einer AG ist, ob das in einer gesonderten Aktion ist, ob das im Rahmen von einem regulären Informatikkurs ist, spielt da für uns gar keine Rolle.
Ist auch für uns egal, wo ihr herkommt. Ja, also ihr müsst jetzt nicht aus Wiesbaden kommen. Und wir freuen uns, wenn ihr mal bei programmieren.de vorbeikommt und mit uns Kontakt aufnehmt. Ich wünschte, dass die Website da jetzt schon konkrete Angebote hätte. Tatsächlich müsst ihr tatsächlich auf Kontakt gehen und euch mit uns in Verbindung setzen. Das ist der Status quo. Wird sich sicherlich in den nächsten Monaten noch ein bisschen weiterentwickeln, die Website. Ja, das wäre zumindest was uns bei Sabbat Media gerade antreibt in Sachen Programmieren, Lehren. Wie können wir Schulen dabei helfen, das zu machen? Und ja, auf meiner letzten Folie steht, läuft. Du kannst es schaffen. Einfach ist es natürlich nicht, sich selber das Programmieren beizubringen. Ich habe auch am Anfang jetzt nicht versucht zu erklären, was das Programmieren alles attraktiv macht. Aber ich vermute mal, das wisst ihr eh selbst. Das Programmieren wird nach meinem Dafürhalten in den nächsten 10 bis 30 Jahren eine Schlüsselqualifikation für alle möglichen Jobs sein. Es gibt inzwischen kaum noch Jobs, die ohne Software auskommen. Und wenn man sich da innen drin auskennt und die mitgestalten kann, ist das einfach für das Berufsleben unglaublich hilfreich. Insofern hoffe ich sehr, dass ihr, egal zu welcher Zielgruppe ihr gehört, etwas Energie, Ausdauer und Geduld aufbringen könnt, um euch mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Ja, und so viel von mir zum Programmieren lernen und sich selbst beibringen. Ich sehe, dass es hier jetzt auch erste Fragen gibt. Muss ich mal ganz kurz lesen. Gab es Situationen, in denen du verzweifelt bist, beziehungsweise alles in Frage gestellt hast? Könntest du jetzt irgendwo als Entwickler anfangen? Was hat dich angetrieben? Ich gehe es mal nachher durch. Also gab es Situationen, in denen du verzweifelt beziehungsweise alles in Frage gestellt hast? Ich persönlich habe ja einen Job, den ich ausüben kann, ohne dass ich programmieren muss. Insofern habe ich das große Glück, dass ich nie alles in Frage stellen musste und sagen musste, ja, okay, also ich kriege es einfach nicht gebacken oder ich bin nicht schnell genug und deswegen muss ich jetzt den Battle hinschmeißen. Das war nie der Fall. Ich habe manchmal gedacht, Mann, oh Mann, das dauert aber lang. Gerade wenn, ihr habt es ja selber gesehen, ich habe im Juli angefangen, täglich etwa 10 Minuten mich mit dem Programmieren beschäftigt und erst im März, also fast ein Dreivierteljahr später, hatte ich den Eindruck, dass ich jetzt auch selber was machen kann. Wenn wir das mal mit einer Analogie zum Beispiel mit Fahrradfahren machen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich ein Dreivierteljahr lang mit Stützrädern da durch die Gegend gefahren bin und immer im Kreis, immer auf dem Parcours, den FreeCodeCamp mir gegeben hat. Das waren natürlich unterschiedliche Aufgaben, die ich da bewältigen musste und mit unterschiedlicher Komplexität und bauen aufeinander auf und so weiter. Aber es fühlt sich ja trotzdem wie Fahrradfahren mit Stützrad an. Also wenn dann jemand vorbeikommt und dich anguckt, dann denkt er, ach komm, der Seibert, der fährt da ja mit dem Stützrad rum, sieht voll scheiße aus. Und er kann ja gar nicht programmieren. Oder heute ist es so, um auf die Frage zu kommen, könntest du jetzt irgendwo als Entwickler anfangen? Da gibt es übrigens in dem FreeCodeCamp-Forum super coole Threads zu, die ich mir ab und zu mal durchgelesen habe. Fake it till you make it. Also wie man sich als Programmierer ausgeben kann, ohne selbst ein Programmierer zu sein. Also ich behaupte, ich könnte irgendjemandem da draußen klar machen, dass ich ein potenter und patenter Softwareentwickler bin. Und insofern würde ich jetzt mal sehr selbstbewusst sagen, ich könnte irgendwo als Entwickler anfangen. Wenn du gefragt hättest, sollte mich heute jemand als Entwickler einstellen, dann würde ich ganz klar sagen, auf keinen Fall. Ja? Also meine Kenntnisse sind überhaupt nicht ausreichend und ich mit jedem Tag, den ich bin weiterhin dabei, jeden Tag ein bisschen zu coden und mit jedem Tag stelle ich fest, wie schrecklich der Code ist, den ich produziere. Also wie selbstreferenziell, wie dreckig und blöd. Und mir hilft das sehr viel, weil ich im Tagesgeschäft viel mit Entwicklern und Entwicklerinnen zu tun habe und ich deshalb deren Arbeit besser verstehe. Ja, was hat mich angetrieben? Also eigentlich genau das. Die Frage danach,
Was machen die da eigentlich? Warum dauert denn das immer so lange? Was heißt denn das, wenn die in der Softwareentwicklung von technischer Schuld sprechen? Und also das hat mir persönlich sehr stark geholfen, zu verstehen, dass es, naja, man wünscht sich so als Nichtprogrammierer oft einen ganzen Blumenstrauß an Funktionen, ohne dass man sich selber darüber bewusst ist, dass dieser Blumenstrauß aus vermutlich 50 Einzelschritten besteht. Und dass es viel sinnvoller ist, zu sagen, okay, aus diesem Strauß jetzt, was wäre denn die eine Blume, die man auch tatsächlich mal in einem halben Tag oder sowas programmieren kann, die schon helfen würde? Und diese Art zu denken ist ohne jegliches Verständnis von Softwareentwicklung relativ schwierig. Man sagt, ah ja, ich will da so ein eBay oder so ein Amazon will ich da selber machen. Und aber zu so einem Amazon gehören halt sozusagen Hunderttausende von Einzelfunktionen, die wiederum aus einzelnen Schritten bestehen. Und diese Granularität versteht man besser. Das war etwas, was mich angetrieben hat, das einfach besser zu verstehen. Und ich glaube, das hilft auch schon. Und da bin ich jetzt quasi schon angekommen. Dann der Klaus fragt noch, wendest du das Erlernte auch in deinem Arbeitsalltag an oder war es einfach etwas, was du für dich erreichen wolltest? Nein, ich bin inzwischen, also sagen wir, im ersten Dreivierteljahr mit Free Code Camp war das nur was ich selber erreichen wollte. Um das auch ganz offen darzustellen, ich hätte gerne, dass meine eigenen Kinder die Möglichkeit haben, das Programmieren zu erlernen, wenn sie möchten. Und deswegen dachte ich, naja, wenn ich will, dass die das können, dann muss ich selber auch können. Und da entstand sozusagen eine Motivation draus, selber das Programmieren zu lernen. Und im Arbeitsalltag programmiere ich inzwischen Chatbots. Also wir nutzen ja Google Workspace und da kann man relativ einfach mit Webhooks so eine Karte und eine Nachricht hinschicken. Und dann schickt ein Bot, also ein Computerprogramm, das ich gebaut habe, zu bestimmten Stellen Nachrichten an diesen Gruppenchatraum. Zum Beispiel, hier ist ein neuer Deal in unserem CRM-System angelegt worden. Der Kunde XY hat die Leistung Z angefragt, die Auftragswahrscheinlichkeit ist so und so hoch und das Gesamtvolumen in Euro ist so und so hoch. Und das wird dann da als Karte propagiert, wie so eine kleine Tabelle, ein bisschen grafisch aufbereitet. Und dann können die Leute darüber diskutieren. Und es passiert tatsächlich auch. Wenn neue Kontakte angelegt werden, wird sowas propagiert. Ich jeden Morgen um 5 Uhr poste ich in einen Raum eine Analyse unseres Redaktionsplans. Also ist der sinnvoll auf die einzelnen Geschäftseinheiten aufgeteilt? Wie viele Artikel planen wir, zu welchen Sachen, in welchem Stadium sind die gerade, wie lange gammeln die da schon rum, gibt es da super Gammel-Elemente, die erstmal angeguckt werden müssten und so weiter. Also das habe ich selber programmiert mit Hilfe von Algorithmen, die relativ einfach zu bewältigen sind tatsächlich. Und das wird jetzt als Cronjob nennt man das, also einmal am Tag, morgens um 5 Uhr ausgefüllt und dann, das gucke ich mir tatsächlich jeden Morgen an. Also nachdem ich aufstehe, gucke ich mir das an und dann erwähne ich oft die Angie oder den Elmar, die für uns diese Redaktionspläne machen und mit den Content-Marketing-Spezialisten bei uns zusammenarbeiten und stimme mit denen ab, was wir da jetzt machen wollen und wie darauf reagieren. Insofern ja, ich verwende das im Arbeitsalltag an. Ja, cool. Dann würde ich sagen, sind wir hier mit den Fragen auch soweit durch. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch Energie, um das Programmieren lernen selber mal auszuprobieren. Und es gibt so unglaublich viele Dinge, die man privat auch damit machen kann, ob das jetzt Börsenkurse oder irgendwelches Daytrading-Elemente sind, wo ich zumindest bei einem Zuschauer weiß, dass es dem vielleicht helfen würde. Oder ob das jetzt wie bei mir irgendwelche Content-Marketing-Sachen sind, wo ich irgendwelche Views oder irgendwelche Feedbacks, die ich von Kunden bekomme, analysiere. Also Daten gibt es in der Regel echt viele. Und es gibt inzwischen auch sehr viele APIs, aus denen man sehr, sehr leicht und sehr schnell Daten rauskriegt. Und dann kann man anfangen, diese Daten umzuformatieren, wie man das normalerweise halt mit Excel machen würde, nur halt automatisiert mit einem Programm und die so aufzubereiten, dass das einen Sinn macht, sich das regelmäßig anzugucken. Am Anfang habe ich mir die Sachen übrigens per Telegram schicken lassen, das ist auch noch super, super einfach. Da einfach eine Web-URL. Ja.
Aber ich will es nicht zu lange machen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.